Discussion. Here we go, Eligella. Ooh, why always me? Ooh, oh, like I'm Balotelli. Ooh, oh, why always me? Ooh, oh. Congratulations, Elias. I'm big fan and I see your video in YouTube. Why don't you see? Ooh, oh, trying to call you telly. Geil ist auch, dass ich die so, ja, und da wurden doch Gebetsfreunde, die halten nicht mehr so viel im Strafraum. Hey, hör mal zu, die halten doch nicht mehr so viel. Am Montag, Freunde, drehe ich wahrscheinlich mit Leroy, der im Rollstuhl sitzt, Freunde, mit dem ich schon mal ein Video aufgenommen habe. Wir wollen nochmal zusammen ein Video aufnehmen. Gute Ballername, Herr Neun. Der fand es sehr interessant, wie ich mich so gemacht habe, sagt er. Ich habe so ein bisschen mit ihm geredet, so 25 Minuten oder so, dann bei guter Schuss auf jeden Fall. Mann, Digga, ich hasse dieses Reingestelle so krass. Leg ihn dir vernünftig vor, Euse. Besser ist es, Digga. Okay, Charlison hätte gemacht. So wahr ich hier sitze. So wahr ich hier sitze. Er hätte alle drei gemacht. Mein Puls geht langsam, aber sicher hoch, Freunde. Ich hab die verkackten besten Spieler im Spiel, Digga. Und die kriegen nichts geschissen. Und nur weil diese verkackten Undercover-Patches machen. Oh, wir haben die Torhüter gepatcht, die waren zu gut im Strafraum. Und dann, Digga, haben sie gemerkt, dass diese ganzen Leute rumheulen, weil die 57-jährigen Familienvater von irgendwelchen 14-jährigen Suchtgesichter mit irgendwelchen Gamers-Only und Level-Up und irgendwelchen Gamer-Grips spielen und die komplett 40-0 wegrasieren und sie sich dann beschweren in irgendwelchen Foren auf Facebook, dass die das wieder besser machen sollen. Und dann wird es auch noch gemacht, aber die machen es nicht öffentlich, weil dann wieder alle ausrasten würden. Das ist der Grund, Digga. Mann, ich muss mich jetzt hier kurz konzentrieren, Digga. Es kann doch nicht wahr sein, dass ich gegen den Typen es nicht hinbekomme. Nur weil sie ihn ich bin Twitch-Banner, ich sag nichts. Ich reg mich nicht mehr auf. Es ist ja nur ein Fußball-Simulationsspiel und ich hab doch Spielspaß. Ich hab doch Spielspaß, Chat. Das ist es halt. Das ist das Wichtigste. Weiß nicht, netto Joghurt mit ein paar Kräutern zusammengemixt reingehauen. Und 1-0 steht's hier. Könnt schon wieder ausrasten, ne? Ich schieß ein Tor und stehe fünfmal alleine vorm Tor. Okay, ich reg mich nicht auf. Ihr müsst mal ein Trinkspiel machen. Bei jedem, ich reg mich nicht auf, muss einer einen kurzen nehmen. Weiß ich nicht, ob ihr dann den Abend übersteht. Und ihr dürft ja nicht vergessen, Freunde, dass ich die besten Spieler im ganzen Spiel habe. Das ist ja das Paradoxon. Es ist ein Paradoxon. Es fühlt sich schon wieder so scheiße an. Scheiße, es riecht nach Scheiße, es ist Scheiße, es ist alles Scheiße. Fühlen sich alle so langsam an. Sei Olaf der Schneemann. Ja, aus, ich weiß, von Eisprinzessin. Ich bin auch Olaf. Ich bin Olaf. Kein Abseits. Der muss rein. Besser ist es. Ich muss ein fröhlicher Mann sein. Ich muss einfach ein... Ich darf es nicht vergessen. Ich spiele eine Fußballsimulation und Rückraum. Ah, ich wollte auf Kanté. Ihr habt es gehört, Rückraum. Ich hab's gesagt, Rückraum. Ich lehne mich jetzt wirklich nicht weit aus dem Fenster. Ich bin wirklich zwei Schritte vom Fenster zurück. Und ich lehne mich nicht raus. Es muss hier 7-0 stehen. Es steht 2-0. Es muss 7-0 stehen. Ich möchte es euch kurz zeigen. Ich schieße 14 Mal aufs Tor. Super Torchancen. So passiert dann ein Tor. Dieser da, der Ball darf gar nicht reingehen. Er war ja hier. Er war ja da. Zack. Das war dann gut gemacht. Das mache ich super. Oftmals hält er den auch. Und das ist halt dieses zweite Tor. Aber wenn man sich gut durchkombiniert, das funktioniert alles nicht. Das ist ein Ammenmärchen. Ein Trugschluss. Ein trojanisches Pferd. Man macht nur so eine Tore. Nur so eine Kacktore. Mädels meinten cool. Ey, guck mal, was ist das denn für ein Supporter? Bitte nicht. Philipp, ich bin Salzburg-Fan, ehrlich. Ich kenne Karim und ich kenne Noah. Eine DM und ich hole dir ein Grußvideo. Du bist Salzburg-Fan, Philipp. Eine Nachricht und ich lasse das arrangieren. Ich bin ehrlich gut mit denen.
Du Scheißknecht, ich schwör's dir, ich hoffe, du stehst mit ein. Ich möchte ein Trikot von dir nur. Und er guckt dich an und er lacht dich aus, weil du so ein Knecht bist. Das ist die FIFA-Community. Philipp14-RP. Slovan FC. Du Schatten. So, und diese 300.000-500.000 Euro, dass du brauchst gefühlt dann erstmal ein paar Jahre nicht mehr arbeiten gehen. Letzte Woche haben wir bei 10-0 verloren, ne? Und es ist wieder so, Freunde, dass die Server... Warum ist das Samstag so? Guck mal, was da für eine Scheiße passiert. Man kann nicht spielen. Ich schwör's euch, man kann nicht spielen. Ja, okay, Digga. Geh mal in die frische Luft, ist der dumm mit seinem Reverse Elasticus. Boah, wie lange das dauert, bis die losrennen, die Knechte. Scorpion Kick. Ah, warum nicht grün? Mann, jawohl. Es gab kein Patch, es gab doch kein Patchy, ey. Wieso sind die Torhüter wieder so gut? Mann, also jetzt hätte ich wirklich schon ein Tor verdient gehabt. Guck mal, wie die nicht reagieren, die Knechte. Es ist so krass schlimm, anstrengend zu spielen, ne? Wirklich, ehrlich, so ein Kackspiel. Man kann nicht dribbeln, man kann nicht dribbeln. Es geht einfach nicht. Ich meine das ernst. Und das ist der lebende Beweis, Digga. Gott, Digga, da wäre ich auch ausgerastet, das Baby. Guck, du musst ja auch Tore schießen. Lass doch das Spiel 4-5-2 ausgehen. Das ist auch interessant für den Zuschauer. Und dann geht so einer rein. Der arme Digga, er kann froh sein, dass er nicht 5 Gegentore kassiert hat. Ich hätte auch 2 kassieren müssen, aber trotzdem, der kann froh sein, der Knecht. Ich schieße 10-mal aufs Tor, wovon wirklich auch viele gute Chancen waren. Hier, ich mache keine Späße, guckt es euch doch mal an. Guckt mal rechts, Freunde, rechts alleine. Ich schieße 1, 2, 3, 4, 5 Mal aus dem 5-Meter-Raum und er geht nicht rein. Und dann schieße ich außerhalb vom 16er und er geht rein. Ich schieße 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Mal innerhalb der Box. Eigentlich ist 7-mal vom 5er. Die gehen nicht rein. Grün ist dein Finish halt. Und davor hält der Torwart alles, ne? Alles. Man hat es immer im Bus gehört. Man dachte, man wird Fußballprofi. Was denn das? Ich spiele gegen Cruyff, Mbappé, Best Neymar. Aber der ist gut, Chat. Kein Grund, den Jubel durchlaufen zu lassen, du Knecht. Digga, du weißt nicht, was gerade passiert ist, ey. Das auf die Platte von Richard. Oh! Ich liebe ihn. Ich liebe ihn, Werte. Ich liebe ihn über alles. Ich liebe ihn über alles. Ich sage es jetzt öffentlich vor 20.000 Leuten. Ich liebe ihn über alles. Ich habe Gefühle für ihn. Ich markiere ihn auf Instagram. Ich werde ihn auf Instagram markieren und er wird es reposten. Wenn wir das Spiel jetzt verlieren, Digga, das ist mir egal. Oh, hat er gut gemacht. Play beautiful. Play beautiful! In der Box, Kopf nach oben. Das ist erst so oben, das glaubst du gar nicht.
419. Minute, ich war da. So unverdient, ne? Ich hätte so krass gewinnen müssen. Nein! Aber es hat Bock gemacht, Real Talk, es hat wirklich Spaß gemacht, das Game. Guckt euch dieses Tor an, Freunde. Ich bin in ihn verliebt. Ich bin in dich verliebt. Richard Richarlison. Er ist der beste Spieler der ganzen Welt. Er ist der beste Spieler. Von me the best, ehrlich. Ja, führt. Und jetzt 94.2. Okay, gerade. Weißt du, was jetzt so cool wäre? Wenn du so ein paar kleine Quitter bekommst. So ein paar verkleinerte Quitter. Quittige Quitter. Kein Abseits. Ja, ich finde es so schwer, da durchzukommen, wenn die erstmal alle hinten stehen, die Knechte. Ich mag es auch immer mehr zu kontern, aber ich mache immer das Spiel, ist das Problem. Und die Knechte kontern mich dann aus. Ich konter jetzt selber. Hier, wir werden kontern. Kommt alle zurück, zieht euch alle zurück. Kein Bock mehr auf so eine Scheiße, Digga. Ich presse auf jeden Fall nicht mehr. Und Eli Geller liegt eins hinten, Digga. Mann, Digga, weil Eusebio den vorne nicht reinmacht, der Scheißknecht. Was war denn das für ein Abschluss, bitte, von Fekir? Nicht ausrasten. Alter, Idiot. Fegi ist der Beste. Weißt du, ich bin mit Euse, ich bin mit Pelé da vorne. Und sein Fegi schießt mir Dinger ein. Euse ist washed, Eli. Er ist wirklich washed, dieser hässliche Pisser. Mann, Digga, ich hab... Ich hab meinen Tisch kaputt gemacht. Es ist so unverdient. Ich schwöre auf alles. Ich muss hier führen und es steht 3-0 für meinen Gegner. Digga, ich lass mich nicht sprechen. Ist okay. Ist okay, ist okay, ist okay. Spieler lassen sich nicht steuern. Spiel. 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 Meine Freundin legt so krass Auge, ne? Nur weil ich mich mit ihr gestritten hat. Safe Stream Sniper. Mein Euse in der ersten Aktion. Ich hab's, da hätte man das schon sehen können. Es liegt nicht am Team. Es liegt nicht am Team. Es liegt an diesen Servern. Es liegt an diesen Servern. Guck mal, ich drück vor einer Stunde mit ihm auf Sprinten. Ich versuche mich zu beruhigen. Es ist aber echt deprimierend, ich schwör's euch. Dann hat 19-1. Nee, dann können wir eigentlich bei 16 aufhören. Aber es fuckt so ab, dass man diesen Teamvorteil nicht spürt. Eli Socke mit 2 Euro. Hey, bitte lass mich heute in Frieden. Heute nicht. Es liegt nicht an den Spielern, Freunde. Ich spiel doch gestern. Es ist ein anderes Game. Und sein Fake hier, Freunde, ohne Time Finish, die rasieren mich so krass. Ich habe die besten Spieler. Es ist wirklich schlimm. Lass mich gegen den 10-mal spielen, gegen gute Server. Ich rasiere dir den 10-mal. Aber es ist ein verkauftes Spiel. Scheiße, ist so krass, Digga. Ja, was soll ich jetzt sagen? Ist halt so, ne? Dann ist es halt so. Wenigstens war der Gegner nicht so provokant oder so, ne? Der war nicht schlecht, aber es ist halt... Erstes Spiel on stream? Erstes Spiel mit Main-Kanal. 13-7 Schüsse, ich verliere 13-0. Und es ist, Digga, guckt euch mal dieses Tor an, Freunde. Das ist Fake hier, ohne grünes Time-Finish. Ich stehe mit den besten Spielern vorm... Das ist okay, dass der reingeht. Aber warum gehen die bei mir nicht rein? Ich habe bessere Chancen und die gehen nicht rein.
Hier ist okay, dass der reingeht, das ist kein Problem. Ja, okay, wir machen weiter. Wir machen weiter, Freunde. 16 Siege auch gut. 16 Siege ist das Ziel. Aber ich will meinen Controller zerstören. Ich habe keine Stressbälle mehr. Ich habe alle kaputt gemacht. Eusebio, du hässliches Pisskind. Das ist das letzte Spiel heute von dir. Guck's dir an, du kriegst erstmal einen anderen Chemistry-Style, Digga. Eusebio wird angeschrieben. Knecht, Digga. Hier, so sieht mein Tisch aus. Ich hätte gerade wirklich meinen Bankdrückrekord geschafft, ne? Hast du Blackies Tisch letztens wieder gesehen? Ja. Der war durch die Mitte durch. Ja, doch. Aber es war schon länger her, Digga. Nee, jetzt wieder. Ach, wieder. Blackie hat wieder alles kaputt gemacht. Ich lose jetzt die Gruppen aus. Für den morgigen Edi Geller Cup. Mit dabei sind Gamer Brother, Sydney, Payne, Fabienne, Nick Lugi, Erne, Ebru, Willi, Tabak, Dibo, Prorons, Julius, FIFA Kati, Smexi, Marie, Spendi. Smexi macht nicht mit, dafür macht Tizi Schubesch mit. Smexi hat abgesagt, Tizi Schubesch wird für Smexi einspringen. Erste Gruppe, ich ziehe direkt die erste Gruppe, okay? Mods mit, also das hier ist jetzt Gruppe A. Marie, Numero Uno. Ich will echt, dass die mit so mit Sydney und so in einer Gruppe sind, damit die rasiert werden. Oh, mit der zweiten in der Gruppe, Tizi Schubesch, Freunde. Nick Lugi, Freunde. Nick Lugi. Und der letzte in der Gruppe ist, Tabak. Tabasco. Gruppe B, Freunde. Nein, die sind nicht so schlecht, Freunde. Die Tizis, die können was. Prons. Es gibt vier Gruppen, oder? Ja, ja. Vier Gruppen. Ja. Da wird wieder eine Krawatte geben von der Willi-Seite aus. Prons in einer Gruppe mit Willi. Oh, was eine Gruppe. Ja. Fabienne. Oh, oh. Digga. Fabienne gegen Willi. Willi wird... Oh mein Gott, Digga, was ist jetzt für eine Gruppe? Nein. Und Dibo. Tschüss. Das ist eine harte Gruppe, Digga. Gruppe C, Freunde. Oh, Spendmann, Gruppe C, Spendi. Er hat gepracticed die Tage. Spendmann, hat er gepracticed? Ja, ja. Oh, da geht's aber auch direkt weiter. Also, mir fällt gerade auf, wie viele Gute da mitmachen. Was soll ich euch erzählen? Payne, Ebru und Kati. Zwei Mädchen in einer Gruppe. FIFA, Kati in einer Gruppe mit Ebru, Spendmann und Payne. Das heißt, in der letzten Gruppe sind Broski, was eine Schrift, lass mich in Frieden. Sydney, Broski, Sydney, Julius, Ernesto. Boah, Digga, was ist das für eine Gruppe? Das ist auch eine harte Gruppe, Digga. Erne, Julius, Sydney und Gamer Brother. Auch hart. Das sind die Gruppen für morgen, Freunde. Morgiger Edi Geller Cup. Ich hoffe, ihr schaltet dort ein. Würde mich sehr, sehr freuen. Wir machen 125k Pack auf und die drei Picks. Danach gehen wir auf den zweiten Account. Ja, nice. Vollbild. Jetzt sind sie drinne. Jetzt muss ich R3 drücken. Ah, okay. Jetzt habe ich es hinbekommen. Jetzt gehe ich auf Szene. Und jetzt sind wir hier. Quatsch. Nice Picks, ehrlich. Mach weiter so. Lass einfach weiter so machen. Das ist noch gut, ehrlich, Chat. Letzte Pack, Chatpack. Vinicius. Wir haben Vinicius gezogen, Freunde. Oh mein Gott. Wir haben Vinicius gezogen, ehrlich. Ja. Ich habe das Pack noch nicht mal aufgemacht und die Leute schreiben Vinicius rein. Weil das die besten Jungs. Ihr seid schlechte Menschen. Ich mache jetzt auf. Macht keinen Scheiß. Team of the Year. Wir haben ein Team of the Year gezogen. Team of the Year. Willi. Willi ist drin. Oh mein Gott. Carrasco. Ey, GG's, Mann. Carrasco, Mörders? Ferreira Carrasco. Den auf dem zweiten Account wäre cool eigentlich. Obwohl, jetzt 75 Beweglichkeit. Ja, was soll ich euch erzählen, Freunde? Kein Winnie, aber ist gar nicht mal so. Ist okay. Ja. Nein, ist scheiße. Sein Stern ist scheiße. Ich verkaufe jetzt erstmal Euse, Digga. So, die Frage ist, wen holt man sich für Euse? Alle werden jetzt Kräuf reinschreiben. Pelé will ich auch nicht mehr spielen. Die sind washed. Digga, Pelé kostet 7,7. Hast du ihn geholt? Ich hab den für 5,6 geholt, glaube ich. Ausrufezeichen Trading in den Chat. Und ich möchte nicht gedisrespected werden. 5,8. Lasst es euch mal auf der Zunge vergehen, Digga. Ich mache hier mit einem Trade 1 Million. Warum? Weil ich das früh genug erkannt und gesehen habe. Mit einem Trade. 7,5 Millionen. Warte mal, nee, anders. 7.050.000. So washed, dass der Typ so viel kostet. Corona, der Spieler, ist besser als er. Es ist unglaublich. Oder wir ziehen jetzt hier einfach R9. Dann haben wir nochmal ein paar andere Sachen. Ziehen wir hier R9. Walkout. Robert. No. Chesney aus dem 125k-Pack. Das ist bitter. Ja. Das ist eine unangenehme Situation für alle Beteiligten in diesem Raum. Für alle Beteiligten in diesem Raum, die sich hier drin befinden, ist das eine unangenehme Situation. Mann, Digga. Gönnt doch einmal, ehrlich.
ich musste. Das ist dir letztens passiert. Ja, aber das ist so. Was passiert hier? Es. Alice! Oh mein Gott, Eli! Sie wissen's! Sie wissen's! Oh mein Gott, Bruder! Sie wissen's! Sie wissen's! Ich weiß zu viel, Chat! Ich werde entführt! Falls eingebrochen wird, Freunde, ich weiß zu viel! Es ist der Tag, ist gekommen, Freunde! Der Tag ist gekommen, ich weiß zu viel! Uff, Freunde, schaut nach oben! Schnell raus hier, Digga! Was ich eigentlich was ich die ganze Zeit machen will, Freunde, ist, ich will euch zeigen, was ich vorhabe. Ich bin nämlich ein 500-IQ-Mensch. Ich bin wie Lucy. Ich benutze 85% meines Gehirns. Ich spekuliere darauf, dass morgen eine Icon-SBC kommt. Ich habe meine Vögelchen, die switchern. So, ich zeige euch jetzt, was ich mache. Wer ist der günstigste 87er, Freunde? 81 brauche ich nicht. 85, 86. Das ist ja eine coole Seite. 87. Campos braucht kein Mensch. Verratti. 86er Kingsley Coman kostet Handanovic Kingsley Insignia. Palermo kostet 12. Die sind schon ein bisschen hochgegangen. Guck mal. Ich bin nicht der Einzige, der das auf dem Schirm hat. Was kostet Busquets? 12. Wir gehen rein. Ausrufezeichen Trading Chat. Wir gehen ein wenig rein. Wir holen uns ein paar. Aber wen? Palermo. Palermo, wir versuchen es noch einmal mit Palermo, Digga. Es ist wirklich. Ich weiß nicht, ob die kommt. Es wird gemluschert. Es wird gemunkelt, Freunde. Die Gerüchteküche brodelt. Sie ist am Brodeln, Chat. Und wenn das der Fall ist, dann braucht ihr euch nicht mehr bei mir melden. Es ist so. Es wird passieren. Es wird passieren. Wie stehst du zu feiern, aber in einer Beziehung halt? Oh, also von beiden Seiten. Ne? Gute Frage. Feiern, du kannst dazu auch mal gerne was sagen, dann nachdem ich fertig bin. In meinen Augen, feiern in einer Beziehung, man kann schon ab und zu rausgehen, meiner Meinung nach. Aber ich finde, wenn das Mädchen oder der Junge dann halt, kommt drauf an, aus welcher Seite man das sieht, jedes Mal feiern gehen möchte, jedes Wochenende, dann ist es Quatsch, Digga. Also wenn ich eine Freundin habe und sie jedes Mal zu mir sagt, sie möchte feiern gehen, dann würde ich niemals mit ihr eine Beziehung führen, weil ich gar keinen Bock auf sowas hätte. Im Gegenzug gehe ich aber auch nicht so oft feiern oder kaum halt. Außer es ist halt bei Anlässen, aber ich bin jetzt nicht so einer, der jetzt jedes Wochenende in Clubs geht und dann sich einen Cola Keks freut, dass er da irgendeine Insta-Story machen kann und sinnlos Geld ausgibt. Es sieht anders aus beim Urlaub zum Beispiel. Wenn du im Urlaub bist, ist es ein bisschen was anderes oder wenn ein Kumpel Geburtstag hat oder so. Finde ich persönlich. Und du? Ich war der gleichen Meinung. Hast du eine Freundin? Nee. Hattest du schon aber mal eine Freundin? Aber ich habe Kollegen, die haben sich auch abgeschottet ab und zu. Du kennst ja bei Ausländern. Die haben auch türkische Freunde. Das ist so schlimm, sag ich dir ehrlich. Ich hatte mal einen, der kam immer raus. Jetzt hat er eine Freundin. Jetzt kommt er gar nicht mehr raus. Nee, der ist immer vielleicht und dann kommt er nicht mehr raus. Boah, das ist auch schlimm. Das ist schlimm. Aber wir sagen denen das auch. Oder? Ich weiß jetzt, aber warte mal, du regst dich auf, dass sie nicht mehr mit euch rausgehen, kommen feiern? Nee, nicht feiern. Allgemein, das ist egal. Also ich gehe selber gar nicht feiern. Achso, ich hasse das. Achso, ja, ist auch. Trinkst du Alkohol? Nee, gar nicht. Noch nie getrunken. Ich rauche auch nicht. Nee. Ey, sehr gut. Mach weiter so. Würde ich auch allen empfehlen, sag ich ehrlich. Kannst Geld sparen. Easy. Also rauchen, wirklich, sehe ich gar keinen Mehrwert. Trinken. Ich sag dir, ich pfeife auch unnötig. Pfeife, das stimmt auch. Pfeife ist auch unnötig. Aber Pfeife ist so nicht so dieser Suchtfaktor, meiner Meinung nach. Also ist nicht so krass. Also bekomme ich nicht so mit wie bei Zigaretten. Jeder wie er will, aber. Ja, auch ehrlich, Freunde. Pfeife ist auch sinnlos, wenn man es. Aber ich sag ehrlich auch, wegen meinem Vater, der wird mich zusammenschlagen. Ja, das ist dann auch so eine Sache. Oder also das mit dem Feiern ist plus eins, oder was? Safe. Ja. Außer so Geburtstagspartys. Okay, aber jetzt einfach so random niemals. Wozu soll ich mit meiner Freundin feiern gehen, so, also man kann das mal machen, aber so, da ist so ein bisschen Stress vorprogrammiert, meine Nacht. Ich finde es cooler, wenn man so ein bisschen einfach so, du kannst ja dich mit deinen Freunden treffen, aber so richtig feiern, in den Club gehen, finde ich Quatsch. Carrasco. Ja, ich habe auch mal Ausreden gehört, immer so, ja, man muss ja nicht mal, wir wollen ja nur tanzen, habe ich gesagt, kannst zu Hause tanzen, mach doch auch. Ja, ja.